Ein bisschen fester wäre natürlich super gewesen, aber der Weg war schon mal nicht schlecht, oder? Sehen wir es positiv. Oh! Mist! Schade! Komm, dein Mitleid brauche ich hier. Der Sonne. Ha? Ja, sind unter die Golfer gegangen. Ich habe eben was im Auto schon gequatscht mit, ich hört auch gar nicht auf meine Stimme, ich bin gerade aufgewacht. Ja, wir sind unter die Golfer gegangen. Was habe ich alles erzählt in Kurzversion? Brauchen wir einfach zum Runterkommen. Ich brauche ein Hobby, was mich runterbringt. Und wir haben Golf jetzt lieben gelernt und sind richtig angefixt. Und deswegen hier schmeißt er sich auch hier in Schale. Was ist das für eine Hose, die du heute anhast? Hey. Das ist doch von der Roda, ne? Ja. Hey, Ich bin auch hier schicke Schnieke. So gar nicht Social Media like, sondern einfach Golf-like. So, wo ist unser Trainer? Wir haben auch einen eigenen Golflehrer-Trainer. Dicken Autos und Urgroßvater. Komm, gehen wir den wiederholen, das ist bestimmt vorne. So, ja, wir haben uns für den Golfpark im Meerbusch, Golfclub im Meerbusch entschieden. Jetzt doch. Wir waren ja auch mal im Kusaido, aber. Ja, hast du ihn schon? Ich sehe ihn schon. Oh, ah. Ich bin in der Mitte. Okay. Alter, Freunde, es ist halt hier einfach zu Social Media eine komplett andere Welt, was ich wieder brauche, was ich von früher kannte und was ich gemerkt habe, dass einfach ja cool ist. Ja. So ein guter Ausgleich, würde ich sagen, ne? Ja. So sagt man das am besten, ne? Ja, wir gehen auch wir können hier nicht durch, glaube ich. Doch, wir gehen, ja, wir gehen über den Rasen. Wie schön, dass wir wieder die Asozialen sind, ne? Nein, wir gehen ja alle über den Rasen. Guck mal da. Ja, okay. Okay. Ich hoffe, wir machen heute mal was. Ja, wir machen was anderes. Ich sehe schon. Keine Abschläge mehr. 3 Jahre Abschläge. Warte mal ganz kurz. Ich will schon ein bisschen draufkloppen wieder. Ja, kannst du ja sagen. Am Freitag. Gut, wir gehen am Freitag wieder. Ja. Übermorgen. So, unser Golflehrer hat gerade die Sachen hingelegt. Wir werden heute zum ersten Mal Putten üben. Ich freue mich. Der hier. Okay, danke. Oha. Und der. Na gut. Der ist ja viel schwerer. Wieso krieg ich schon wieder so einen und du so? Du hast einen komischen Putter. Oder hab ich den? Wir müssen auch endlich die Puttenmatte bestellen für unseren Balkon. Ey, der ist viel schwerer, ich bin voll irritiert gerade. Zeig mal, gib mir mal den. Findest du nicht? Ja, ja, ist ja was anderes jetzt, ne? Ja, ich sag ja nur. Ja, ja. Nee, ich möchte den. Nee, wahrscheinlich für die Frau wieder hier. Okay, ich bin gespannt. Freunde der Sonne, meine Trinkflasche auch dabei. Dann gucken wir mal, wie der Lachs hier funktioniert, ne? Okay. Ich mal gerne selber, ne? Los! Wirklich? Okay. Hat er den Ball nicht angeschoben? Nee. Darf er den nicht nur an? Hallo! Vor allem, Gott sei Dank kann ich das noch löschen. Nee, ich lade das Sekt hoch. Hast du nicht Livestream? Nee, nee. Nee, oh Gott. Oh, eigentlich? Nein. Wirklich. Die Hater am Start. Ich bin irritiert. Kann ich durchgestreckt lassen? Muss ich so? Ein bisschen Knie hast du immer. Okay. Ja, weil so ist ja unangenehm, wenn du wirklich so. Nee, eben nicht. Also für mich ist es so am angenehmsten. Ja, dann bleib so. Ja? Ja? Ja, super. Wenn dir das gut gefällt, dann lass du so. Okay. Wenn es klappt. Ja. Ein bisschen fester wäre natürlich super gewesen. Aber der Weg war schon mal nicht schlecht, oder? Sehen wir es positiv. Dann bist du nicht fertig. Du hast 2 gehabt, ne? Mhm. Mann, Scheiße, ein Konkurrenzspiel. Ich kann mir das immer anhören. Ja. Ich bin besser als ein Golf. Ja. Das sind noch ein paar Löcher, aber. Oh! Mist! Schade! Komm, dein Mitleid brauche ich nicht. Wenn ich das jetzt nicht treffe, ne, dann hört mir Golf auf. Ich sag's euch, Freunde. Ja, ich hab schon. Ey, das wird zu.
Was habe ich gehabt? Vier. Vier. Na gut, okay. Das erste Mal, Freunde, dann. Also Freunde, wir haben jetzt hier so einen Parcours gemacht, wer halt von 1 bis 9 die wenigsten Schläge braucht. Ich habe ja schon mies begonnen, aber dann wurde es besser. Und jetzt ist Gleichstand. Wir sind bei der Nummer 7. Tatsächlich. Und zwei haben wir noch vor uns. Ja. Arsch. Zwei hast du jetzt gebraucht, ne? Oh Gott, okay. Die Messler hat das hochgesetzt. Von da. Von hier, ne? Ja, ja. Relativ geradezu. Bodenwelle. Konzentrier dich. Oh! Oh, ich dachte schon. Wieder zwei beide, ne? Macht mir Spaß. So, und wie fühlt man sich so als Verlierer? Oh, ich wusste es. Oh, das ist so schlecht. Ja, ich habe aufgehört zu zählen. Nein, dann hatte ich wirklich, du hast es gerade gesagt. Nee, ich habe um zwei Schläge gewonnen, mehr nicht. So, aber das liegt auch nur daran, weil ich mit meiner Schwester 20 Jahre lang, glaube ich, dreimal, fünfmal im Jahr Minigolf gespielt habe, weil Putten ist tatsächlich wie Minigolf so ein bisschen, ne? Ja, schon, ja. Ne? Schon deswegen. Auch wenn es andere Schläger sind, natürlich auch, ne? Ja, klar, sind andere Schläger, aber vom Gefühl her, weißt du? So, jetzt sind wir fertig, jetzt trinke ich was. Jetzt haben wir zu Starbucks. Wir haben noch heute ja gar nichts getrunken, weil wir eben, also ich ja eben aufgestanden bin und da haben wir unsere Sportsession heute schon hinter uns. Ging schnell um jetzt, ne? Die ging echt schnell um, ja, der geht immer schnell um die Krass, Stunde. krass. Nächste Woche dürfen wir auf dem Platz gehen, hat er gesagt. Dann werden wir zum ersten Mal so richtig Golf auf dem Platz spielen. So, ich gebe jetzt vorne noch ein Paket ab, Freunde der Nacht. Oh, gestern war ja Spiel von Patrick. Hat zwar getroffen, aber leider haben die noch ein Gegentor bekommen in der 93. Minute. Aber egal. Das ist wie das, ne? Aber happy weekend. Wir sind heute Abend in der Sauna eingetragen wieder. Und dann, ich mache mal hier andersrum. Das war's für heute. Ich weiß nicht, ob ich heute noch trainieren werde. Oder da so. Ob ich heute noch trainieren werde, Kuckuck oder nicht. Aber Sauna will ich heute Abend auf jeden Fall gehen. Das ist immer so ein typischer Samstag bei uns. Mach ob die Tür. Kannst du mal diese Sicherung rausmachen? Die nervt. So, Freunde. Die Sonne. Schnell Paketchen zurück. Ich bin hier bauchfrei, ey. Das sieht aus bestimmt. Hello. Das geht einmal bitte Retoure. Ich habe auch ein Paket hier, aber das hole ich nachher ab. Wir sind jetzt auf dem Weg in die Stadt. Ja, danke. Ciao. Ab in die City Kaffee trinken erstmal. Eventuell machen wir noch ein Buch kaufen, ein neues. Hier ist unser Standardparkhaus. Aber heute sind wir ganz tief geparkt, weil es Samstag und es ist ein Schulhaus. Sollen wir laufen? Ja, ist zu voll. Aber wir sind drei Stockwerke, ne? Ja. Ja, stimmt. Oh Gott, das ist anstrengend. Danke, Freunde der Sonne. Das ist die Fressmeile in den Shadow-Karten. Was essen wir eigentlich heute? Ja. Hier kommt ein riesen Sephora hin in den Shadow-Karten. Da bin ich so gespannt. Das soll ja noch diesen Spätsommer öffnen. Oh, die übliche Schlange bei Starbucks. I don't know. Willst du anstellen? Wir laufen zu Birdies. Können wir erst in die Bücherei? Ja. Willst du, Nee. Ich hab grad gesagt, weil ich immer in der Bücherei, hängt er mir immer auf der Pelle, weil ich immer entspannt Bücher gucken will. Willst du nicht irgendwas anderes machen? Hast du nicht irgendein eigenes Leben? Nee, eigentlich nicht. Oder kannst du runternehmen, wir sind draußen. Oder bin ich dein Leben? Ja. Also, ja, oder du gehst auf deine Etage und ich gehe auf meine. Man hängt mir nicht am Zipfel. Ha? Habe ich Optionen? Nee. So, ich da oben ins Ding hin und hau mir was zu essen. Oh, gute Idee, die haben noch einen Kaffee da. Ja. Oh, das wäre eine gute Idee. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Freunde, wenn ihr auch Leser seid. Ob ihr am liebsten alleine in die Bücherei geht oder mit Partner. Ha? Ich bin einfach weggeschickt. Ja, weil das nervt sonst. Wir brauchen halt so lange. Guten Tag, hallo. Ja, hallo. Guten Tag, Grüße. Grüße gehen raus. Wow. Hab nicht so eine große Klappe, ja. Ich hole dich dann aus dem Bälleparadies ab, ne? Ciao. Oh, Freunde. Oh, geil. Es gibt nichts Besseres wie Bücher shoppen. Ich liebe es. Davon habe ich noch dieses Schokoladending von Shopaholic oder von Kinsella für Weihnachten. Das habe ich noch nicht gelesen. Das habe ich letztes Jahr von Patrick bekommen. Habe ich noch nicht gelesen. Die sollen ja echt gut sein, ne? Aber ich weiß es nicht, ob ich die lesen soll. Weil wenn die nicht gut sind irgendwie, dann habe ich da so ein dickes Buch am Start. Oh, I don't know. Ja, ich weiß es nicht. Hat einer von euch das gelesen? Ich glaube, es ist auch eine Trilogie, ne? I don't know. Und eigentlich bin ich ja hier sowas, ne? Ich bin ja hier so ein Leser. Ihr kennt das, für die mir schon lange folgen.
Da habe ich viele von gelesen, aber im Moment brauche ich was locker Leichtes immer. Ne? Ich kann das nicht mehr ertragen, dieses Schwere, dieses Dramatische. Corona und das alles, das ist mir zu dramatisch genug irgendwie, wisst ihr? Im Moment kann ich nur auf locker leichte Dinge, die einen happy machen, fröhlich machen. Dieses Schwere, ich kann es einfach nicht. Ja, das habe ich, das lese ich ja zurzeit. Ne? Das lese ich zurzeit, da bin ich bei der Hälfte und das ist okay. Deswegen lese ich es noch zu Ende, aber es ist wirklich kein Highlight, ja. Also, das verstehe ich nicht. Also, was ist das denn? Love Island? Das Cover. Freunde. Soweit das Auge reicht. Doch als sie ausgerechnet den Sohn des Sorge fällt der Platz dieser Traum. Aha, New Adult Trilogie, paradiesische Karibikinsel. Was sagt ihr, Frauna? Ist das was für Mami? Soll ich das nur anfangen zu lesen oder nicht? Das Cover ist halt geil, ne? Die Insel der Wünsche. Was ist denn die Insel der Wünsche? Stürme des Lebens. Gezeiten des Glücks. Aha, also auch mehr. Also ich habe mich tatsächlich für das entschieden. So ein New Adult Roman. Und dann, ich kann es einfach nicht anders. Wieder eine wahre Geschichte. Eine Villa in der Elbchaussee. Ist eine Schokoladendynastie. Das interessiert mich sehr, sehr, sehr. Deutsche Geschichte. Und einfach was locker Leichtes. Hier steht das. Damit hat sie mich gecatcht. Ein Roman so schön und leicht wie ein Sommerbad mit einem Glas Rosé. Genau so. Das brauche ich. Dann wieder ein bisschen heavier und wieder ein bisschen leicht. Das für die kommende Woche. Ich bin gespannt. So, alles so. Reinmachen. Ja, warte, ich stelle Kaffee auf. Hier, die hier. Das ist immer so eine Plastikverschwendung, ne? Ja, das ist halt Horror. Aber egal, wir spannen das woanders ein. Die Würste haben wir von den Würsten mehr? Hast du alles. Die kriegen heute auch wieder vom Tierarztfutter das eine, ne? Haben wir. Hier, die können wir auch nehmen. Alles für die Hunde, Freunde der Sonne. Die Hunde alle gegen mehr als ich. Brauchen wir sonst noch Feuchttücher neu, wenn wir schon mal hier sind? Ich habe letztens ja auch mal. Schatz, willst du nicht wieder Hakle mitbringen? Freunde, da habe ich gesagt, bring bitte Feuchttücher mit. Da hat er mir Hakle-Tücher mitgebracht. Das ist so tatsächlich, sorry, aber das muss ich sagen, das ist so typisch Mann. Wo sind denn hier da unten? Nur Männer kommen auf die Idee, Feuchttücher mitzubringen. Für den Po, anstatt für die Küche. So. Wo bist du? Erinnerst du dich noch an Hakle, wo du mir Hakle mitgebracht hast? Ja, das sind doch Feuchttücher. Die hatten keine anderen. Ja klar. Schon Milch eingepackt? Ja, habe ich schon. Toast hast du auch? Ja, lass. Das ist unser glutenfreies Toast. Okay, gut. Ah, Eisen. Nimmst du noch eine Eisenflasche mit, Schatzi? Wir haben alle Kaffee in der Hand. Ich schlaf. Okay, so. Haben wir das, meine der Sonne. Lass es nicht blenden, lass es liegen. Ne, ist aber eine gute Firma. Das. Ich hatte schon mal in der Trend Raider Box, die waren echt gut. Echt? Ja. Das übliche, was wir bei DM immer holen. Freunde der Sonne. Auf geht's. Starbucks, heute Sonntag übrigens. Ende der Woche. Auf geht's zu meiner Schwester. Und vorher noch zu Starbucks. Und wir haben uns darüber unterhalten, welche Funktion ein Gürtel hat. Darum geht es gar nicht. Doch, darum ging es eine Funktion als eines Gürtels, nicht Gürtels. Ja, aber wenn man schon einen Gürtel hat, dann trägt man den nicht unter den Pulli, wo man ihn nicht sieht, nur weil er die Hose hält. Das sind so Menschen. Was hätte ich aber jetzt seiner Meinung nach machen sollen? Ja, wenn du den, wenn man ich den brauche auf die Hose jetzt einen Gürtel eigentlich. Ja, ja aber weil dann die nicht hält. Und dann? Dann brauchst du keinen Gürtel für 300, 400 Tacken zu holen, zu haben. Ja, aber ich habe ja noch einen Gürtel. Ha? Der reicht mir auch vollkommen. Voll cool, da steht wieder der Lieferando und weiß nicht wohin. Ja, aber er guckt wenigstens auf das Schild. Ja, aber durch das Schild werde ich auch nicht schlau, sorry. Ja, doch. Nee. Ja, dann tut mir halt dann. Ja. Kann auch nicht helfen. Ey, guck mal, die Container sind hier weg. Der ist schon länger weg, der Container. Ja? Mhm. Haben die hier was gemacht eigentlich? Nö. Naja, ne? Ist immer noch abgesperrt und da drin wuchert es. Was ist hier eigentlich los? Sie trägt draußen Mundschutz. Der klettert die Laterne hoch. Es ist Sonntag. Es ist Sonntag, die ganzen Kinder sind ja, draußen. Die Gäste tragen immer auch draußen. Ja, das stimmt. Man kann nicht mehr. Ja. Das hast du durch mich gelernt. Ja, das stimmt doch gar nicht. Der Heck, Alter. So, jetzt tu mal so, als wenn du mich liebst und gib mir mal einen Kuss. Nein, du musst Auto fahren. Boah, komm her, ich mach da noch Spaß. So. So. Auf geht's. What you do, gonna do? Sabadika. Hi. Hier in Oberkassel, Freunde, ist echt so, dass extrem viele Asiaten ja hier sind. Ja. Was ich aber cool finde, ich mag die ja. Aber trotzdem halt extrem viel Asiatisch, also Japanisch und Chinesisch. Nur Chinesisch, also hier die Apotheke, die Beschreibung ist sogar auf Chinesisch oder ist es Japanisch? Keine Ahnung, ich kann es nicht unterscheiden. Ist bei der Apotheke so? Ja, bei der Apotheke, bei der Beschreibung ist Chinesisch.
Was für Deutsch? Deutsche Sprache oder englische Sprache überbewertet? Extrem, ja, aber das ist normal. Die arbeiten ja alle bei Vodafone und bei Mitsubishi und was noch alles ja. Hier ist, ne? Und, so, mit Sack und Pack sind wir hier. Ich muss es suchen. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Vielleicht müssen wir auch da rein. Hallo, klein. Hi. Ja, hallo. Hallo. Hallo, du süße Maus. Hallo, du süße Maus. So, alle hier da. Ich bin schon im Asilo. Hallo, hallo Juanito 2. Ich bin das gar nicht gewohnt. Also ich mache das eigentlich nie. Deswegen. Ach so, Angel macht das nie. Sagt er. Was macht er sonst so, Angel? Also, ich arbeite. Das ist normalerweise. Was ein geiles Outfit ist das? Der Stil. Das haben wir für dich ausgesucht. Oh mein Gott. Ey, das ist ja, mal, ist ja unfassbar. Weißt du, wie geil das aussieht? Wir werden sehen. Wir hatten noch keine Anprobe. Kriegen wir hin. Ja, die ist geil. Ja. Ich habe auch schon geguckt, wie weit wir weg können, damit das klappt. Also ich kann bis hier ungefähr. Ja. Weichen. Muss ganz an der Wand anfangen. Stark. Ja, machen wir. Stimmt, das ist ja noch eine. Stark. So, Freunde. Die Qual der Wahl, ob matt oder glänzend. Ich glaube, ich tendiere zu matt. Hallo, Finken. Also du kannst sie über die anziehen, wenn du willst. Soll ich die geben? So, und dann die Jacke wieder drauf? Die Socken? Nee. Nee, so lassen? Ja, der Stylist, der gibt immer sein letztes Hemd, sagt man. Okay, geht er noch? Ist in meinem Alter. Ist ja immer nur Freude der Sonne. Ja, bist du 35? Ja, ich bin 45, hör mal. Oh, nein. Ich dachte, what? Nein. Da war ein Ausschnitt dazwischen, der nicht dahin gehört. Ja, welcher? Der letzte. So, Freunde der Nacht, wir haben jetzt 10:30, schon stockenduster. Wir sind total fertig, aber es hat wirklich Spaß gemacht, uns allen irgendwie hat das total viel Spaß gemacht. Das ist das allererste Video, was wir jetzt zusammen drehen, also mit Amea Styling, also Angel, David, der Choreograf und alles. Wir müssen uns da langsam reinfinden, kreativ werden, noch mehr ausarbeiten. Das ist erstmal so ein Testvideo jetzt geworden, wie wir zusammenarbeiten, wie ich noch so drauf bin. Das muss der Choreograf, in dem Fall der David, ja auch erstmal sehen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis fürs erste Video. Und wir haben auf jeden Fall Bock, mehr zu machen. Das werden wir jetzt auch machen, regelmäßig. Und ich habe auch gesagt, wir können uns komplett ausleben. Ich mache alles mit. Ja, wir sind gespannt. Jetzt fahren wir heim, fahren wir zu McDonald's Pommes holen, wenn wir was finden. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, nichts. Kein Kaffee, kein irgendwas, nichts. Gar nichts. Ich habe 3 kleine Stücke Kartoffelsalat gegessen und das war's.
So, ja, ich muss auf jeden Fall irgendwas essen und was trinken. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann freuen wir uns über eine Bewertung. Und dann freue ich mich auf TikTok. Ich verlinke das Profil unten in der Infobox, euch zu sehen für das Endergebnis. Das wollt ihr ja bestimmt sehen, oder? Ich nehme große Pommes, die Hunde nehmen eine kleine Pommes, zwei Süß-Sauersoßen und eine große Coke Zero für mich. Und Ihre Bestellung bitte? Hallo, ich hätte gerne bitte eine große Pommes einzeln. Eine große Pommes? Ja. Das alles? Nee. Einmal bitte mit Süß-Sauersoße dazu. Ja. Dann eine große, zwei große Coke Zero. Zweimal große Coke Zero? Ja. Ja. Dann noch eine kleine Pommes einzeln. Eine kleine Pommes einzeln. Oh. Ich überlege, ob ich noch einen veganen Burger nehmen soll. Und machen Sie noch... machen Sie noch mal den Vegan TS. Ja. Bitte. Einzeln? Nee, machen Sie es... Entschuldigung, wir müssen mal von vorne anfangen. Tut mir leid. Okay. Machen Sie am besten einfach zweimal den Fresh Vegan TS im Menü. Ja. Das ist einfacher. Ja, ist auch billiger. Ja, deswegen. Mit Süß-Sauer. Okay. So, zweimal den Vegan. Genau. Moment, okay. Und die Getränke sind wahrscheinlich Cola Zero, ja? Sie. Oh. Hast du noch einen Wunsch? Nein, das wäre alles. Zahlt ihr das im Border mit Karte? Mit Karte. Am nächsten, ich halte einfach auf mich warten, nicht weiterfahren, mit weil ich hier von alleine bin. Ah, ja? Alles klar, danke. Danke. Boah, wann ist das denn hier so freundlich? Boah. Hier am Schalter? Ja. Hier, ne? Ja. Weil sie ist alleine, okay. Gut. Ja, ich hab schon. Warte. Bis du sie gezückt hast, ne? Haben wir schon dreimal gezahlt. Hast du eine neue Tasche? Hast du eine Handtasche jetzt? Ja, zeig mal, wer hat dir die geschenkt? Meine Frau gekauft. Was? Meine Frau gekauft. Was ist denn da? Der hat sich die Umhängtasche hat er bei einem Event gesehen, bei einem anderen Influencer und fand die so cool und dann habe ich ihm die gekauft. Nein, ich bin der Trendsetter. Ist doch nicht schlimm, wenn einer eine inspiriert. Nein, ich bin der Trendsetter. Finde ich auch, ich finde die auch richtig stark für einen Mann. Steht dir auch echt gut. So, und ihr wittert, ja, ihr wittert Pommes, ne? Mhm, ja. Gib her den Lachs. Ich hab so einen Durst, den ganzen Tag irgendwie nichts getrunken. Das ist nochmal der Müll. Das kommt mir, diese Beleuchtung, so ein bisschen wie Monte. Wie bei Monte. Du hast die Farbe ausgesucht? Ja, ich weiß, aber jetzt gerade so im Dunkeln. Du möchtest dieses Fliederfarben haben. Mhm. Noch habe ich erst die Coke Zero hier. Ich habe noch keine Pommes hier. Chihuahuas, die nah auf Pommes sind. Wir lutschen die natürlich immer ab, ne, dass die Gewürze nicht dran sind, aber die lieben Pommes. Boah, das ist geil. Wir haben gerade gesagt, wir sehen uns hier gerade selber und wir sind wieder mitten in der Nacht. Wir sehen voll scheiße aus. Der so, boah, nee, mach auf dich die Kamera. Ich sag, ist doch egal. Ich habe eben noch gebadet nach dem Baden. Nude aus, oder? Hundekinder, was sagt ihr dazu, zu dem Lachs hier? Nein. Schön in eurer Tasche bleiben da. Du siehst gut aus. Du bist jung und frisch. Ich werde auch nicht mehr jünger. Auch keine 19 mehr? Nee, knapp vorbei aber. Schön wär's, ey. Es war noch Zeit, ne? Oh mein Gott, der redet jetzt schlimmer als ich. Boah. Ey, ohne Witz, ne? Ja, bitte? Die Schulzeit war echt geil damals. So. Toll Überleger, so Oberstufe so. Aber ich wurde gemobbt, so. Ich hatte keine schöne Zeit. Ja, wurdest du nicht gemobbt wegen deinen roten Haaren? Nein, weil Rothaarige werden auch nicht gemobbt wegen ihrer Haarfarbe. Ich mach Spaß. Aber nee, wurdest du nicht gemobbt oder so, weil du einfach hässlich bist oder klein? Das ist aber ein ja, Schatzi, mal, du musst mir in der Stadt Mama liebt dich. Ja, nein. Sag mal, hast du kein Problem gehabt oder so? Bei uns wurden nicht so viele gemobbt. Ja, du bist im Osten groß geworden, da ist das nicht so, ne? Bei uns viele, viele. Hat ihr nicht so einen Druck zu... du warst bestimmt innen, weil du Fußballspieler warst, deswegen, ne? Ja, sowieso. Ja gut, da hast du Vorteile gehabt. Weil ich einfach ein cooler Hund bin. Oh Gott, bitte, er schießt mich einer, ey. Ja, aber ich war auch so einer, wenn ich gesehen habe, dass irgendeiner so in die Richtung nur gemobbt wurde, so ein bisschen, bin ich auch immer dazwischen gegangen. Ich hab immer... Ich schwöre. Hula Billa. Hula Billa, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ich schwöre, ehrlich. Ich wurde auch jetzt nicht so gemobbt. Ja, wieso auch? Nee, genau, deswegen. Aber schon, weil ich halt Ballettens nochmal anders war, weißt du, so ein bisschen. Dann wurde ich immer so ein bisschen immer gestichelt. Ja, so. Ja. Mhm. Zum Beispiel, es war einmal dann bei uns das Berufsinformationszentrum, das BITS da, für alle, die, weil wir in der 10. Klasse sind, für Berufsabgänger, Schulabgänger. So. Ich musste nicht rein, weil ich hatte schon die Aufnahmeprüfung bestanden, ich war Balletttänzerin, ich sollte es werden und alle so, Yvonne, so extra Wurst und so. Ja. Ja. Alter. Ja. Also, was habe ich auch zu hören? Ich bin dann reingegangen, weil ich gesagt habe, ich will das unbedingt. Hörst du mir zu? Ja, ich will Platz hat. Ein paar Minuten smarter, die kommen nicht durch. Weil ich gesagt habe, ich will das unbedingt da jetzt reingehen, ja. Weil ich nicht keinen Bock auf weiteres Mobbing hat. Dann war ich da drin, dann hat sie mich gefragt. Ich habe gesagt, ja, ich bin nur hier drin, ich werde Balletttänzerin und ich habe auch in der Prüfung bestanden. Ja, dann bin ich wieder raus. Ich bin nur reingegangen, bis ich fertig gemacht werde, so, weißt du? Okay. Aber es freut mich, dass du nicht gemobbt wurdest, ja, weil... Also sowas, ich habe solche Sprüche auch bekommen. Aber das hat mich absolut nicht tangiert. So, ja, ich war aber unselbstbewusst, ne? Also ich war ein komplett unsicheres Mädchen, als ich klein war. Ich war nicht so extrovertiert wie jetzt. Ja, nein, ich sage nur zum Beispiel, ich hatte ein Gespräch gehabt mal mit einem Trainer. Ja. Und mit dem Verein und mit der Schule.
war ich durch Nationalmannschaft und Profi damals, weil die immer morgens trainiert haben. Mhm. Und dann war Nationalmannschaft. Ich habe 75% des 12. Schuljahres verpasst. Das erklärt, warum du so doof bist. So, Fakten auf den Tisch legen. Ich hab höhere, ja, du hast eine höhere IQ als ich. Und einen höheren Schulabschluss. Und einen höheren Schulabschluss als ich. Okay, ausgeklärt. Trotzdem bin ich gut zu schnackseln, oder? Gut, oder? Das darfst du nicht sagen, es wird gelb, das Video. Trotzdem liebst du mich, hast mir einen Ring geschenkt mit 2 Karat stimmt. Und willst mich heiraten. Das stimmt. Siehst du? Trotzdem bin ich belesener als du, ja, sag mal, um hier die Fakten klarzustellen. Nee, würde ich gar nicht sagen. Nein? Hauptstadt von Paraguay. Nee, wenn ich Panikattacken habe, dann sage ich immer, er muss Matheaufgaben machen. Ehrlich, Alter, aber ey, letztes Mal war ich richtig gut. Komm, Alter, steht die Aufgaben mit 10x10 und sowas. Und, nein, da ist 13 minus 7 und ja, aber 15 ich durch 3. In Panikattacke ist das schnell, ist das gut. Ja. Boah, ich wünsche dir einmal eine Panikattacke zu bekommen, ey, damit du weißt, wie es sich anfühlt. Jetzt weh, das, ja. Jetzt spuckst du mich auch mal an. Ey, was ist denn mit McDonalds? Müssen die den veganen Burger noch schlachten hinten oder was? Jetzt ist die 5 in die Ehe sagen können, die kommt jetzt. Echt? Ja. Es kommt. Okay. Dankeschön. Guten Abend. Die Sauersoßen sind drin, ja, Madame. Danke. Dankeschön. Feinen Abend. Oh. Wir sind nicht in Holland hier. Iha! Eins. Zwei. Wo ist der Boss? Boss. Und drei. Ich stehe erstmal daran. Kleidung. Ja, er muss wissen, was es ist. Ja. So, Freunde, auf geht's runter in die Sauna heute Abend mal. Ich habe ein neues Buch. Warte mal, nimm mal hier deine Waffeln. Das nennt sich von Jen Bennett, Annähernd Alex. Da bin ich mal gespannt. Bademantel und hier, wir gehen hier wie die Flodders. Ja, runter in die Sauna. Ich habe jetzt eben Yoga gemacht. Ich bin voll am Zittern, voll anstrengend. Solltest du auch mal wieder machen. Aber jetzt ist Chillen angesagt. Ich habe den Aufguss vom letzten Mal noch hier geklaut. Ausgeliehen, genau. Ausgeliehen. Ich will die Tür Kuckuck. Hi. Und Jana. Kommt doch eh keiner, oder? Nee, ist keiner da. So, was haben wir denn hier im guten Täschchen? Also den Aufguss hier. Zitrushonig. Was haben wir hier noch? Seife zum Abschminken. Und ein Testmuster. Ich wollte die mal ausprobieren hier. Von, ist das scharf? Ich sehe es nicht. Ich bin zu blind. Auf jeden Fall hier von Dr. Hauschka. Ja, die probiere ich aus. Okay, die Flasche haben wir übrigens auch dabei. Den nutzen wir immer noch. Patrick, pass auf, dass ich mein Wasser hier trinke. Die ist mega gut. Ich verlinke die euch nochmal unten in der Infobox, wenn ihr sowas sucht. Die ist schon richtig nice. Das ist eine gute Erfindung. Schrei mich nicht so an. Und noch hier hat einer seine Schaumerflasche vergessen. Ist doch zu schwer. Ist die leer oder voll? Ja, da ist noch was drin. Man hat die tatsächlich vergessen dann und nicht leer stehen lassen. Super, dann bereiten wir mal den Aufguss vor, eine Freundin der Nacht. Hier ist übrigens 60 Grad Sauna rechts und die 90 Grad ist links. Ja, es ist schon nice hier, das muss ich sagen. Ich bin schon sehr dankbar. Wie liegst du eigentlich da? Das ist die einzige Position, die entspannt ist für mich. Ja, so, aber wir können langsam wieder den nächsten Gang machen, ne? Ja, genau. Ah, Freunde, ich kann gar nicht in dem Buch lesen hier. Ich habe meine Brille oben liegen lassen und ich bin blind wie ein Krückenäul beim Lesen. So, drehe ich hier. Langeweile drehe ich hier. Und zu ihrer Linken sehen wir den Mülleimer. Und zu ihrer Rechten ein paar Stripperinnen aus dem Crazy House von Paris. Ja. Komm, Blödi. Mal gucken, ob die Luft rein ist hier. Ja. Ja, na komm, Mädchen. Hobby? Ja. Ja, Entwässerung. Ja, Fleischchen. Obwohl, nee, geht. Ja? Noch. Ja? Der, Freunde, für die auf Insta das nicht mitbekommen haben, der Fly ist ja jetzt herzkrank. Das wurde jetzt diagnostiziert, weil der ja hier zusammengebrochen ist beim Laufen mal. Vor 1,5 Monaten war das, ne? Und da habe ich den ja wiederbeleben müssen, weil der komplett zusammengeklappt ist. Komplett keine Luft mehr bekommen. Ja, und dann haben wir den zur Tierklinik gebracht und dann zum anderen Tierarzt, noch zu unserem Stammtierarzt, einen Tag später. Der hat halt Herzinsuffizienz, ne? Und also ein zu großes Herz und da ist auch eine Dings abgerissene Sehne im Herzen. Und dann hat er Wasser in der Lunge. Ja, und komm, Bro. Und dann, das haben wir auch mit Ultraschall nochmal abklären lassen und so weiter. Und jetzt bekommt er Tabletten am Tag. So 5 verschiedene. Eine davon ist eine Entwässerung. Damit immer, komm, wir gehen hier, Blödi. Ja, damit immer das Wasser aus der Lunge kommt. Und
Ja, und der ist wieder der Alte. Also das ist sogar so krass, die Tabletten haben ihm so, also tun ihm so gut, in Anführungsstrichen, das hätte ich niemals gedacht, was denn? Achso, die spielen. Dass der sogar ein richtiger, also dass der vom Wesen, also vom, wie sagt man, von der Art her, irgendwie 3 bis 5 Jahre, ich spielen, 3 bis 5 Jahre jünger geworden ist. Der ist richtig quietschfidel geworden und richtig, kommt da jemand? Weiß ich auch nicht. Richtig agil wieder und das erfreut mich natürlich. Das heißt, dass der wirklich herzkrank war und ich lasse die Hunde ja immer untersuchen, einmal im Jahr, mit allem drum und dran. Das hat aber keiner so wirklich diagnostiziert. Und ja, jetzt ist es aber rausgekommen. Jetzt hat es ein Arzt, seht ihr was hier, Freunde? Jetzt hat der Arzt das festgestellt und das freut mich natürlich, dass das früh genug war, weil er hat jetzt somit noch eine normale Lebenserwartung. Die Tabletten schlagen gut an, die Lunge ist wasserfrei. Wir waren vorgestern erst wieder beim Tierarzt und haben das checken lassen, so. Gott sei Dank ist nochmal alles gut gegangen soweit, Freunde, das wäre es noch. Das war hier, der ist hier zusammengebrochen, hier vorne, nach dem Laufen, nach dem Spiel mit der Georgia, ne? Ja, das hat mir noch gefehlt, dass mein Seelenhund jetzt auch noch so schnell von mir geht. Das hätte noch gereicht jetzt, also noch gefehlt. Aber Gott sei Dank ging nochmal alles gut.